ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei der Schuppenflechte und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge und ich bin angekommen bei einer Wirkstoffgruppe, nämlich Ditranol und Harnstoff äußerlich angewendet. Das Ganze ist grün bewertet, geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen Behandlung. Ich lese vor. Ditranol und Harnstoff, in Klammern äußerlich. Ditranol bremst die Vermehrung der Hautzellen und reizt die Haut. Harnstoff trägt dazu bei, dass sich die oberflächlichen Hautschichten und Hautschuppen leichter ablösen. Die Bewertung grün, geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen Behandlung. Der erläuternde Text. Schuppenflechteherde lassen sich mit Ditranol wirksam eindämmen. Die Kombination mit Harnstoff ist zur Behandlung von Schuppenflechte geeignet. Wichtig zu wissen, das Mittel sollte morgens und abends dünn aufgetragen werden. Sie setzen die Behandlung täglich fort, bis die Haut wieder glatt ist. Meist dauert das 4 bis 6 Wochen. Weitere Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Ditranol äußerlich, siehe Seite 79. Es geht weiter mit einem rot bewerteten Wirkstoff, der wenig geeignet ist bei Schuppenflechte, das ist Fumarsäureester innerlich angewendet.